Sport begeistert und verbindet Menschen auf der ganzen Welt. Über den Sport lassen sich Werte und Wissen vermitteln, die weit über das Sporttreiben selbst hinausgehen. Dieses Potenzial nutzt die Bundesregierung. Weltweit fördert das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Projekte im Bereich Sport für Entwicklung, die benachteiligten Kindern und Jugendlichen Perspektiven eröffnen und ihnen ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen. In Brasilien werden gemeinsam mit Partnern vor Ort Trainingsmaterialien entwickelt, die soziale Themen in das Sporttraining integrieren. Die Olympischen und Paralympischen Spiele 2016 in Rio de Janeiro bieten die Möglichkeit, gemeinsam mit unseren Partnern zu zeigen, dass mit Sport Entwicklungsziele umgesetzt werden können. Als Botschafterin Sport für Entwicklung möchte Britta Heidemann einen Beitrag dazu leisten, die Potenziale des Sports in der Entwicklungszusammenarbeit noch stärker auszuschöpfen. Sie möchte die Aufmerksamkeit stärker auf die Situation in Entwicklungs- und Schwellenländern richten und für soziale Sportprojekte werben, in denen man Kindern und Jugendlichen Möglichkeiten zur Entwicklung eröffnet. Die Fecht-Olympiasiegerin und Weltmeisterin besucht Sportprojekte der deutschen Entwicklungszusammenarbeit. Sie setzt sich dafür ein, dass möglichst viele Menschen über den Sport befähigt werden, ein selbstbestimmtes und menschenwürdiges Leben zu führen. Sport ist ein absoluter Pull-Faktor und den kann man überall auf der Welt anwenden. Also ob Toleranz oder Teamgeist oder Sozialkompetenz, mit Sport kann man so viel erreichen. Die Werte des Sports, sage ich ganz gerne, sind unerschöpflich und ich bin gerne Teil des Ganzen. Also Britta Heidemann war und ist nicht nur eine große Sportlerin, eine, die auch stets über den reinen Sport hinaus gedacht und argumentiert hat. Sie hat beispielsweise rund um Peking ja wertvolle und wichtige Impulse zur chinesisch-deutschen Zusammenarbeit geliefert. Ja, wir sind stolz, dass Britta Heidemann als eine der besten und bekanntesten Sportlerinnen Deutschlands als Botschafterin für Sport und Entwicklung steht, denn sie verbindet die Leidenschaft im Sport als Welt- und Olympiasiegerin, aber auch ihre soziale Kompetenz. Um möglichst viele Menschen zu erreichen, kooperiert das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung mit international erfahrenen Partnern. Dem Deutschen Olympischen Sportbund, dem Deutschen Fußballbund, den Vereinten Nationen und der Zivilgesellschaft. Ziel ist, eine möglichst breite Allianz von Akteuren dafür zu gewinnen, sportbezogene Projekte zu realisieren. Für die Bekämpfung von Armut und Hunger, ein Leben in Gesundheit, Bildung oder die Gleichberechtigung von Frau und Mann.